Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Gerade muss ich jetzt nochmal einspielen, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es geht um Zahnriemen im Ölbad bei Autos, weswegen der Öko-Wahn immer weiter um sich greift. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir einfach weiter zu. Worum geht's? Ja gut, um kaputte Autos, da wo Sie Dutzende von Videos auf dem Internet finden. Und hier haben Sie, ja, und neuerdings, also fangen wir da rückwärts an, die Autohersteller müssen für den Flottenverbrauch, da rechnet man irgendwie den Durchschnitt ihrer ganzen Modelle aus, das nennt sich dann die Flotte, und da müssen Sie dann Strafe zahlen, wenn Sie dann über irgendwelchen Werten CO2 drüber sind. So, und hier, das kostet die halt Millionen, und damit mit Gewalt werden die Kosten gedrückt. Und die Gewalt sehen wir hier. Und zwar ist es so, dass bei einem Motor, da hat man unten die Kurbelwelle, die das Auto, das Kfz oder was auch immer antreibt. Und oben hat man dann die Ventile, die dann auf und zu machen, wo Luft und Sauerstoff, Luft und Treibstoff da reingehen. Oder falls, okay. Und die müssen ja angetrieben werden. Über eine, unten ist eine Welle. Also eine Welle ist eine sich drehende Achse, deswegen heißt die Kurbelwelle. Und beim Drehtlager, die Tretlagerachse beim Fahrrad ist eigentlich eine Tretlagerwelle, weil die sich hier dreht. Und das wird dann übertragen. Und das macht man entweder mit Kette, das wird bei teuren Autos gemacht, und bei günstigen Autos macht man es mit Zahnriemen. Da hat VW früher schon ziemliche Probleme gehabt. Da musste man bei 80.000 einen Zahnriemen wechseln. Und ich kenne einen Fall bei eines langstreckengefahrenen Fahrzeugs. Das ist hatte schon angemeldet, war 82 gefahren, und dann ist der Zahnriemen gerissen und der Motor war Schrott, und der konnte die Karre dann ja wegwerfen. War ein Dienstwagen, der wurde immer Hamburg, da oben Dänemark bewegt, da ganz oben. Gut, also immer Langstrecke, aber so. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt kommen dann die neuen Öko-Wahnsinns-Einspardinger, koste es, was es wolle. Und eine Kette kann man im Öl laufen lassen, aber Zahnriemen im Öl laufen lassen ist eigentlich ein Problem, weil Gummi, das sind so Gummisachen, so Gummi und Öl verträgt sich nicht. Also, aber irgendwie macht man es jetzt trotzdem, weil das wird ja auch geworben bei der Firma Bosch. Können Sie mal lesen hier. Und zwar hier steht dann hohe Laufleistung durch speziellen Materialmix und so weiter. Und wer Zahnriemen für aktuelle Motoren gegenüber Kettenantrieb, geringere Reibungsverluste, weniger Kraftstoffverbrauch, ruhiger Motorlauf und niedrigen Geräuschpegel, das hat, das stimmt sicher, ja. Aber alles, was Vorteile hat, auch Nachteile. Und hier steht Heide und Bosch und so weiter, da steht das da drin. Also. Und also früher war das, ach so, habe ich falsch schlecht erklärt. Und früher liefen diese Zahnriemen in der Luft, also außerhalb des Motors. Und jetzt lässt man sie, um weiter Reibung zu sparen, lässt man sie dann im Ölbad laufen, im selben Öl, das der Motor schmiert. Und Öl und Gummi verträgt sich eben normalerweise nicht. Also brauche ich spezielles Öl. Und hier steht erst einmal da drin, das ist hier im Browser, was hier die Werbung ist, dass hier die Bosch-Zahnriemen sind aus einem speziellen für den Einsatz im Ölbad besonders widerstandsfähigen Materialmix gefertigt, da Öl die Gummimischung herkömmlicher Zahnriemen angreift. Damit erreichen die Zahnriemen mit der hohen Laufleistung und erlauben lange Wechselintervalle und so weiter. Und da steht das Reibungsverluste und so weiter und so fort. Ja, so, das impliziert ja, wenn ich das hier lese, dass Öl die Gummimischung herkömmlicher Zahnriemen angreift. Das impliziert erst einmal, dass Öl diese Zahnriemen nicht angreift. Das sagt, also zumindest wenn ich rückwärts fahre, dieser Satz. Ist das wahr? Nö. Ja, und da steht nämlich, das hatte ich eben beim ersten Video einspielen falsch gemacht. Da steht es nämlich. Da das Ölbad, in dem der Zahnriemen läuft, vom Motorölkreislauf gespeist wird, sollte immer das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Motoröl und die Ölwechselintervalle eingehalten werden. Das sehen Sie. Und da ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Zum einen mal, ja, also oben, das ist wie gesagt sehr missverständlich vorsätzlich geschrieben.
Jetzt haben sie da mehrere Probleme. Einmal, wenn sie einmal das falsche Öl dazu kippen, können sie dann mal 100 Kilometer fahren, dann penetriert das Öl den Zahnriemen. Dann müssen sie auf jeden Fall den Zahnriemen wechseln. Der im Motor, der ist ja in der Umhausung, der ist ja nicht außen. Das ist die Gefahr bei der ganzen Geschichte. Kostet Schweinegeld, die ganze Geschichte. Und wenn sie damit länger fahren, lösen sich aus diesem Gummi so Fitzeleier raus. Und das ist ja irgendwie eine Umlaufschmierung oder was in so einem Motor. Und der macht ja die Ventile und so weiter, wird geschmiert. Und es läuft mit Pümpchen dann in den Motoren. Und wenn da diese Fitzel drin sind, setzt das die Pumpe zu. Dann haben sie einen trockenlaufenden Motor. Haben sie einen Kolbenfresser oder Ventilfresser oder die Lagerfressen oder was auch immer. Können sie den Motor wegschmeißen. Das Problem, wenn sie falsches Öl fahren. Hier steht immer, die Ölwechselintervalle eingehalten werden. Also ich bin hier steht leider Auto, was seit 2017 gerade jetzt einen neuen Ölwechsel erstmal gekriegt hat. Nach 5,5 Jahren. Also ich bin mir sicher, der hat aber wenig Kilometer. Der hat 10.000 Kilometer und der hat im Jahr nur 2.000 oder sowas oder 2,5 oder 3. Die Ölwechselintervalle wären eingehalten gewesen. Aber das stand halt so lange rum. Was da ein Ölwechselintervall ist, weiß ich nicht. Da müssen Sie in jedem Fall, auch wenn Sie 4.000 Kilometer in 2 Jahren fahren, wahrscheinlich komplette Ölwechsel machen. Sonst ist der Zahnriemen auch kaputt. Und wie lange der Zahnriemen hält, weiß man auch nicht. Achso, ja, und dann müssen Sie eben die Dinger dann auch austauschen. Und dazu müssen Sie vorne komplette Motor aufmachen. Weil früher war das ja draußen, jetzt ist es drin. Und naja gut, und so wird das jetzt halt gemacht. Und das Problem ist, dass dieser Ökowahn, das spart geschätzt, ich weiß es nicht, 0,1, sondern eher 0,01 Liter auf 100 Kilometer, so viel ist es bestimmt nicht. Und ja, und mit diesem, das gibt Ihnen ein irres Risiko, dass wenn Sie einmal aus Versehen das falsche Öl reinkippen oder eben zu lange rumstehen oder was auch immer, dass Ihnen der Motor hochgeht, ist einer Bekannten passiert. Ein neuwertig aussehendes Fahrzeug mit 80.000 Kilometer, es sollte ja heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, plötzlich stand sie mit einem neuen Auto vor der Tür. Und ich habe gefragt, was ist denn das? Wie alt waren der? Was ist denn da los? Ja, Motorschaden konnten wir wegwerfen. Und hier sehen wir den Ökowahn. Es wird einfach so weit nach fest kommt ab, sagt der Schlosser, wenn er eine Schraube anzieht. Und hier haben wir den Ökowahn, dass wir so mit Gewalt Energie, also CO2 sparen, dass das Risiko, das der Kunde hat, irgendwie niemanden interessiert. Und von dieser Seite hat er halt plötzlich das Hochrisiko, dass der Zahnriemen dann kaputt geht oder eben da durch irgendwelche Blödsinnigkeiten dann alles zusetzen und der Motorschaden hat und das Auto wegschmeißen kann. Das ist unser Ökowahn, den wir heutzutage hier fahren. Und ich finde es nicht akzeptabel, sowas zu machen. Und solche Sachen sollten meines Erachtens verboten werden, weil ein neues Auto braucht ja auch sehr viel Energie. Also man sagt ja, bei Elektroautos ist es ja so, dass die sagte BMW selbst, dass die mit einem Energierucksack von 200.000 Kilometer durch die Gegend fahren, wobei man dazu sagen muss, bei Verbrennern sind es 80.000 Kilometer, also die Differenz beträgt um die 100.000 Kilometer, aber wenn das Auto nach 80.000 wegen Motorschaden Schrott geht und so weiter, ist natürlich auch ein völliger Müll, ist diese ganze Geschichte. Und von dieser Seite ist das natürlich eine riesige Umweltsauerei, unsere solche Dinger, wenn da, die finden ja genug von diesen Fehlermeldung schon wieder, Motorschaden bei ... wegen öllaufenden Zahnriemen. Das können sie alles vergessen. Und hier ist echt, es ist echt dieser Ökowahn, der nimmt immer irre Formen an. In diesem Sinne, Zahnriemen im Ölbad. Gucken Sie mal auf YouTube und gucken mal, wie viele Videos, die da finden, wo sich dann große Werkstätten, die da Videos machen, sich darüber beschweren, dass das Ding wieder mal kaputt ist und der Motor einen Schaden hat. Danke fürs Zuhören. Oh weia. Okay, tschüss.